Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Aufklärungsmission in die tiefen Weiten des Kontroversums. Heute sprechen wir mit Buchautor und Forscher in Grenzwissenschaften Dr. Marcel Polte. Neben seiner Arbeit als Jurist ist er unter anderem auch als Hypnotherapeut tätig. In seinen Werken behandelt er intensiv das UFO- und Entführungsphänomen. Aber auch Themen wie MK-Ultra, Satanismus und rituelle Gewalt werden von ihm unter die Lupe genommen. In dieser Sendung sprechen wir über die verschiedenen Erscheinungsformen der unbekannten Wesenheiten, wie sie weltweit von etlichen Betroffenen und Besuchten beschrieben werden. Wie viele Rassen und Arten von außerirdischen oder multidimensionalen Wesenheiten gibt es tatsächlich? Kommen sie von einem weit entfernten Sternsystem zu uns oder haben sie schon immer mit uns hier gelebt, ohne dass wir sie im Alltag wahrnehmen konnten? Welche Absichten und Pläne verfolgen sie? Und welche Rolle spielen wir Menschen in ihrer undurchschaubaren Agenda? Sind sie nur hier, um uns zu studieren und gegebenenfalls als interdimensionale Entwicklungshilfe einzugreifen? Oder haben sie uns vielleicht sogar erschaffen und wir werden unbemerkt in einem Zucht- und Genetikprogramm auf allen Ebenen von ihnen kontrolliert? Was haben Entführungsphänomene mit Schlafparalyse gemeinsam? Und stimmt es wirklich, dass Aliens Angst vor Jesus haben? Und welche Rolle spielen die Männer in Schwarz bei der ganzen Sache? Aber Vorsicht! Neue Informationen und Erkenntnisse können spontan Bewusstseinszustände jenseits der Norm auslösen, welche oft mit unvorhersehbaren, intensiven emotionalen Reaktionen einhergehen. Meine sehr verehrten Weggefährten, ich wünsche viel Spaß beim Hörenswerten. Ist ein interessantes und, meine ich, auch wichtiges Thema, weil es so völlig aus dem Rahmen fällt. Wäre vielleicht ein guter Einstieg. Hast du denn überhaupt in irgendeiner Art und Weise Fälle schon irgendwie auf dem Tisch liegen gehabt, bei denen es um Tierverstümmelungen ging? Aus Deutschland meine ich nicht. Also da sind ganz vereinzelt mal, mehr in den Medien ist man aufmerksam geworden auf Fälle, wo sowas mehr in der Richtung berichtet wurde von verstümmelten einzelnen Pferden oder anderen Tieren. Die schwarzen, nicht gekennzeichneten Helikopter, die im Zusammenhang mit diesen Viehverstümmelungsfällen immer wieder gesichtet worden sind, die erwähnt beispielsweise auch Kathy O'Brien, eine MK-Ultra-Überlebende, dass die in einer dieser Stationen dort auch anzutreffen sind, wo Mind Control betrieben wird. Ich meine, Mount Chester war das. Also insofern gibt es da gegebenenfalls Querverbindungen zwischen diesen Phänomenen und den vielleicht auch den Beteiligten. Ja, da kann ich kurz einwerfen. Wir hatten unter der letzten Sendung hier einen Kommentar von Menk Bagger. Der schreibt, bei den Tierverstümmelungen gab es auch entsprechende Fälle in Deutschland. Verstümmelte Kuh bei Bremen, unter anderem bei Josefswald oder Josefswald, schreibt er hier. Habe ich auch noch nichts von gehört. Ja, das kann man sein. Also so Einzelfälle, meine ich, gab es immer mal wieder, zu wenig, um dein Muster zu erkennen, und natürlich nicht so auffällig und spektakulär wie in den USA. Wie gesagt, ich bin da nicht tiefer eingestiegen, aber ich weiß, es gibt beispielsweise, meine ich, auch FBI-Berichte zu dem Thema, weil eben tatsächlich Farmer massiv da zum Teil betroffen waren, weil ihr Viehbestand da in Gefahr war und eben halt die Fälle auch so rätselhaft waren. Was zum Beispiel war denn das Rätselhafteste an diesen Phänomenen, was da aufgetreten ist? Das Rätselhafteste waren mehrere Faktoren. Zum einen, dass diese Verstümmelungen eben nicht aussahen wie, sage ich mal, von einem Laien zugefügt, der da mit einem Messer einfach mal auf ein Tier einsticht, sondern sehr präzise offenbar immer wieder dieselben Organe entnommen worden sind. Die Rede auch davon war, dass die Wunden aussahen wie mit einem Präzisionslaser zugefügt. Besonders auffällig und erstaunlich war, dass vor allem die Tiere blutleer waren, ohne dass um die Tiere herum irgendwie eine Blutlache oder so zu sehen waren. Also zum einen die Art der Verletzungen, die Art der jeweils entnommenen Organe, wobei dann gesagt wurde, es können auch Raubtiere sein, die sich sozusagen auf die Weichteile oder bestimmte Organe dann jeweils stürzen. Aber das passte dann eben nicht zu der Art der Verletzungen. Der dritte Punkt war, dass zum Teil
gar nicht klar war, wie so etwas passieren konnte. Beispielsweise im Winter, wenn eine Kuh tot aufgefunden wurde, um sie herum Schnee, der nicht sozusagen frisch geschneit hatte, sondern wo man erkennen konnte, in den letzten Stunden kann sich da keiner sozusagen hin- oder wegbewegt haben. Und völlig unerklärlich war, wie da, ob es jetzt ein Tier und ein Mensch war oder wer auch immer, wie sozusagen der Täter das vollbracht haben konnte, ohne Spuren zu hinterlassen. Und ein weiterer Punkt war eben, ich hatte es eben angesprochen, dass häufig im Zusammenhang mit diesen Viehverstümmelungsfällen wohl schwarze, ungekennzeichnete Helikopter gesichtet worden sind. Aber das nur so meine grobe Kenntnis der Fälle. Da, wie gesagt, ist die Linda natürlich viel, viel, viel tiefer in der Materie. Aber das sind so die Muster, die ich da mitgenommen habe, die da aufgetreten sind und die so ja, merkwürdig bei dem Ganzen waren. Und eben sozusagen keine einfache Erklärung zu finden war. Also weder Raubtiere noch beispielsweise irgendwie ein verrückter satanischer Kult, der da irgendwelche Opferrituale an so Rindern abhält, noch irgendeine andere einfache Erklärung, die das, ja, die das irgendwie, die da Licht ins Dunkel hätte bringen können. Ja, gerade unter der Sorry, mach du, Sebastian. Ich denke, das ist grundsätzlich zu sagen, dass bei dieser Art Phänomen die Erklärung ausbleibt und deshalb ist sehr spannend, es dahin zu gucken. Ja. Ja, ja. Ja, gerade bei diesen Begleitphänomenen halt, dass doch das trotz der Verletzung kein Blut ausgetreten ist oder halt kein Blut mehr in dem Körper vorhanden war, in dem Leblosen, aber trotzdem halt keine Blutleiche vor Ort war. Die Frage ist dann auch, welche Organe genau wurden denn entfernt? Sind das eventuell welche, die bestimmte Hormone produzieren? Weil wird ja auch im Blut angereichert und dass man dann vielleicht erst darauf abgesehen hat, bestimmte Hormone oder Bestandteile, die in den Organismen produziert werden, rauszunehmen. Und dann wäre natürlich das produzierende Organ und der Blutkreislauf dementsprechend geeignetes Mittel, denke ich. Ja, auch da wird Linda mehr zu sagen können. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal recherchiert kürzlich. Müsste es sonst nochmal nachsehen. Es waren auf jeden Fall immer dieselben Organe. Es waren, meine ich, die Augen. Es waren die Fortpflanzungsorgane. Es war so der After-Bereich. Es waren, meine ich, auch bestimmte innere Organe. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher, welche. Aber es waren die genannten auf jeden Fall. Und eben in all diesen Fällen und vor allem, wie gesagt, die Art der Entnahme dieser Organe, wo man nach den Untersuchungen, und ich meine, das waren zum Teil dann Tierärzte, die da beteiligt waren, sehr verwundert waren, weil die Stellen der Verletzungen scheinbar mit sehr hoher Temperatur quasi versiegelt wurde, wie mit einem Laser entnommen oder unter Einsatz eines Lasers entnommen. Verödet dann, ja. Verödet quasi, genau. War denn auch das Gehirn betroffen von der Entnahme oder wurde das meistens unangetastet zurückgelassen? Ich meine, die Augen waren es und ansonsten, wie gesagt, mehr der Bereich Fortpflanzungsorgane. Okay. Ja. Interessant. Ich bin gespannt, was Linda Moltenhauens dazu erzählen wird. Mich würde interessieren, ob sie der Meinung ist oder ob sie vielleicht sogar weiß, dass diese Tierverstümmelungen, wenn man davon ausgeht jetzt, dass es Außerirdische sind, ob es einer speziellen Art, Spezies zugeschrieben wird. Das würde mich interessieren. Das ja, spannend. Ja, absolut. Also es gibt, meine ich, auch Fälle, die dafür sprechen, dass da Flugobjekte eine Rolle spielen. Zum Teil waren da Tiere auch, meine ich, in Bäumen hängend dann vorgefunden worden. Ja. Also als wenn die von oben irgendwie runtergeschmissen worden wären. Es gibt auch Fotos diverse von diesen toten Tieren, wo man genau diese schon sehr krassen Verletzungen oder Verstümmelungen sehen kann. Also da gibt es eine Reihe noch im Detail dann interessanter Zusammenhänge oder Hinweise, ja, die dafür sprechen, dass da irgendwas tatsächlich sehr Merkwürdiges hinterstecken könnte. Mhm. Es ist ja, weil du jetzt angesprochen hast, diese unmarkierten schwarzen Helikopter. Das ist auch so ein Ding, was ich über das ich mit Preston Dennett gesprochen habe. Er hat mir erzählt, dass ganz oft, wenn UFO-Sichtungen waren, wenn Entführungen waren, dass es kurz vorher oder kurz nachher immer eine Begegnung mit einem komischen Typen gab oder mit einer komischen Person. War nicht immer jetzt ein Mann, aber es waren immer Personen involviert, die vorher, manchmal auch 2-3 Wochen vorher oder einen Monat vorher und manchmal Tage vorher einfach da waren, irgendwas gesagt haben und auch komisch aussahen und dann plötzlich verschwanden. Die waren wie vom Erdboden verschluckt, also man dreht sich herum
und dann sind die weg und es gibt irgendwie keine Ecke, wo der sich hätte verstecken können. Und dann manche Leute berichten, dass sie diese Personen in diesem, sagen wir mal im UFO wahrscheinlich dann, wenn sie auf diesem Tisch lagen oder irgendwie untersucht wurden oder auch standen, sahen die diese Person, die war dann ein Insasse, ja, wollte ich immer. Ja, das sind die sogenannten Men in Black, die tatsächlich in der Forschungsliteratur schon seit Jahrzehnten bekannt sind und eben nicht Men in Black heißen wegen der Hollywood-Kinofilme, sondern interessanterweise, und da wundere ich mich tatsächlich auch, die Hollywood-Filme sich an diesen Men in Black aus der UFO-Forschung orientiert haben, obwohl das eigentlich kein besonders bekanntes Phänomen ist. Dennoch hat man da eine ganze Serie draus gemacht, zumindest auf einer Grundidee dieser Men in Black. Aber sie wurden tatsächlich so genannt von den Forschern, weil, genau wie er es geschildert hat, Zeugen immer wieder von denen berichtet haben. Und ich kenne selber einen Fall aus dem deutschsprachigen Raum, ist jetzt schon einige Jahre alt. Der ist, ja, die Betroffenen haben sich, meine ich, da auch öffentlich zu geäußert, die genau so eine Begegnung hatten. Die haben, ich versuche es mal zusammenzubekommen, ist wie gesagt einige Jahre her, die hatten am Himmel sehr oft Flugobjekte schon gesehen, konnten die auch filmen und hatten wieder dann so einen Fall, wo sie dann recht deutlich Objekte oder Phänomene, nenne ich es mal allgemein, am Himmel aufgenommen hatten. Und kurz danach meldete sich bei ihnen ein Mann zu Hause und erkundigte sich nach diesen Aufnahmen. Ich kriege es nicht mehr ganz hin, wie er das begründet hat, aber ich weiß, am Ende saß er bei denen sozusagen im Wohnzimmer, hat sich das mit denen angeguckt und wollte diese Aufnahmen am liebsten mitnehmen. Und da hat dann, das war ein Ehepaar, Triebel oder so ähnlich heißen die, da gibt es auch einige Videos von denen, ich muss den Namen nochmal nachschauen. Der Mann hat versucht, das dann zu verhindern, dass er diese Kamera oder vielleicht war es ein Laptop, ich weiß es nicht mehr, an sich nimmt. Da gab es dann sogar ein kleines Handgemenge. Und irgendwann sagte dann dieser merkwürdige Besucher, ja, er müsste jetzt schnell gehen. Also wechselte erkennbar sein Verhalten und war nur noch bemüht, schnell da rauszukommen. Und dann ist er irgendwie auch raus auf die Straße und sie sind, meine ich, noch hinterher. Und da ist genau das auch passiert. Er war dann einige Meter entfernt und auf einmal sahen sie ihn einfach nicht mehr. Ja, ohne dass da zu erkennen gewesen wäre, er ist um eine Ecke gegangen oder ein Auto eingestiegen oder ähnliches. Und solche Fälle gab es immer wieder. Gab es schon auch, meine ich, bei dem Betty und Barney Hill-Fall. Und was ganz interessant ist, es gab eine Aufnahme von dem russischen Präsidenten Medvedev, wo er scheinbar nicht wusste, dass nach einer Talkshow Kameras noch liefen und er, meine ich, von der Moderatorin auf die Atomkoffer angesprochen wurde und er aber nicht zu denen was sagte oder nur ganz knapp das nannte und sagte, auch nur so jetzt sinngemäß wiedergegeben, es gibt noch ganz andere Geheimnisse, nämlich er das UFO und sogar außerirdische Thema ansprach und sagte und dann fragte die ganz verdutzt und war unklar, ob er da sozusagen spontan einen Scherz macht. Es wirkte aber nicht so und ich habe auch einen Russen gefragt, wie er das einschätzt in der Originalaufnahme. Er meinte auch, das wirkte sehr, sehr seriös, also nicht scherzhaft gemeint und sagte, ja, wenn ich ihnen sagen würde, wie viele unter uns liegen, da würde eine Panik ausbrechen und sagte noch, ja, ich würde sie verweisen, im Übrigen auf die Dokumentation Men in Black. Und ich dachte erst, er meint jetzt die Hollywood-Filme, aber dann erklärte mir dieser Bekannte, nee, es gibt tatsächlich in Russland eine sehr gute, auch bekannte wohl Dokumentation, die sich Men in Black nennt oder auf Russisch eben so nennt, auf die er da verwiesen hat, die dieses Phänomen dann auch behandelt. Also es ist tatsächlich weltweit anzutreffen. Gibt es diese Doku auch auf Deutsch übersetzt oder ist es eine rein russische Produktion? Es ist eine russische Produktion, aber es könnte sein, dass es da auf YouTube schon auch Übersetzungen oder zumindest Untertitel gibt zu der Sendung. Das Ehepaar aus dem ersten Beispiel, wo kamen die her, weißt du das? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie aus Deutschland oder Österreich sind. Das ist Caliber und Trieb. Ja, genau. Ja. Wie hast du die jetzt so schon? Ach, die waren da schon bei dir, oder? Die waren noch nicht bei mir, aber ich kenne die von Crop FM, von Tareks Sendungen. Ah ja. Da waren die öfter mal und das sind ja die beiden, die irgendwie ständig UFOs sehen. Ja.
und ständig Sichtungen haben, ja. Und ich finde das ganz spannend. Ich kenne auch einen befreundeten UFO-Forscher, würde ich jetzt mal sagen, aus Österreich, von dem ich jetzt schon lange nichts mehr gehört habe, leider, der mir erzählt hat, dass er vor vielen, vielen Jahren, wo er noch gar nicht so tief drin steckte in all diesen Themen, und hat er auf einem, ich sag jetzt mal auf einem Bolzplatz, ich weiß nicht, wie alt er war, aber schon ein bisschen, nicht mehr ganz jung, aber ein junger Mann. Und er hat Licht am Himmel gesehen mit seinem Kumpel zusammen. Lichtbälle, Lichtkugeln, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, sorry, wenn du es hörst. Er wird es vielleicht nochmal genauer erzählen. Und er hat die gesehen und die flogen am Himmel und teilten sich, glaube ich, sogar, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Und er sagt, auf jeden Fall gucken die mal einen Moment weg und sahen dann an einem Zaun einen Mann stehen, der irgendwie auch plötzlich da war, sagen die. Und das sind diese Berichte, die mich immer so verwundern, dass genau in dem Moment, wenn man das sieht, jemand da steht. Und er sagt, das kann natürlich auch irgendeine Person gewesen sein, die einfach jetzt plötzlich da war, sagt er. Ne? Aber es war sehr merkwürdig. Er war von der Kleidung her, sagt er, ein bisschen so im militärischen Stil, aber nicht keine Uniform, glaube ich, so. Und er hat sich ein bisschen so auch bewegt, wie man es von jemand vom Militär erwartet, sagt er. Ich kann es nicht mehr so genau beschreiben, aber es war, man hatte schon den Anschein, als ob es Militär war. Und der wollte gar nicht nach oben gucken, weil die haben gesagt, die haben nach oben geguckt und haben sie das Spektakel angeguckt und denen scheint das nicht interessiert zu haben, ne? Und dann war der auch einfach weg irgendwann. Ja, da wird immer so ein militärisches oder eher roboterartiges Verhalten beschrieben von den Zeugen, dass die ja sich schon merkwürdig verhalten, sehr ja auch von den Bewegungen stockend, oft tatsächlich auch irgendwie eine Sonnenbrille tragen, man die Augen nicht erkennen kann. Also ich kenne auch noch so Berichte, wo Personen dann in so einem Kontext auf einmal aufgetaucht sind oder zumindest verschwunden sind. Und es mag vielleicht verwundern, dass dieses Ehepaar so viel gesehen hat an Sichtungen. Aber ich habe selber viele dieser Aufnahmen gesehen damals, als ich da sozusagen in der UFO-Forschungsgemeinde noch geduldet wurde. Und es waren, meine ich, auch weniger so die klassischen Untertassen oder ähnliches als wirklich ja merkwürdige Himmelsphänomene, oft auch in bunten Farben. Und da kann ich nur sagen, es scheint Personen zu geben, die in der Lage sind, häufig sowas zu sehen und es sogar auch aufzunehmen, weil ich selber auch, so viel kann ich sagen, ohne da zu viel sozusagen Preis zu geben, Kontakt zu jemandem habe, der extrem viel solcher Sichtungen hat und sie eben halt auch, und das ist das Erstaunliche, was man sonst so aus dem UFO-Phänomen nicht kennt, sie immer auch aufnehmen kann. Er kann Fotos von machen, er kann Videoaufnahmen von machen, er kann sogar seine Drohne hinterher schicken. Also sowas gibt es. Ja. Steckt, wird sicher auch ein Grund hinterstecken, warum diese Personen dann so gehäuft diese Phänomene wahrnehmen können. Aber genau das war dieses Ehepaar, genau was ich meinte. Was könnte denn ein möglicher Grund sein, dass während so einer Sichtung jetzt da jemand steht? Ich meine, er hat die beiden ja nicht angesprochen. Er war da. Er war präsent. Geht's ist es ein Einschüchterungsversuch, vielleicht schon vornherein irgendwie die wissen zu lassen, hey, Klappe halten oder irgend sowas? Oder was ist das dann? Ja, schwer zu sagen. Also viele Zeugen, die mit diesem Men in Black in Kontakt kamen, auch in den USA, sprachen schon von einer direkten oder auch indirekten Einschüchterung. Zum Teil wurde ihnen, meine ich, auch gesagt von diesen Personen, sie sollen nicht über ihre Sichtungen oder ihre Kontakterlebnisse berichten. Das scheint schon ein Punkt zu sein. Aber ob das jetzt, was das ist, ob das Menschen sind, ob das was anderes ist, ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Ähnlich schwer wie ein Phänomen, was ähnlich klingt, nämlich die sogenannten Bedroom Visitors, wo nicht nur die Greys gemeint waren, sondern tatsächlich auch immer wieder Personen mit einem großen schwarzen Hut, also Hut mit einer großen schwarzen Krempe und auch oft so einen Mantel an, die plötzlich im Schlafzimmer auftauchten, aber bei Personen, die eben auch Kontakt oder Erlebnisse hatten oder UFO-Sichtungen. Und da kenne ich aus meiner Forschung hier in Deutschland auch mehrere solche Fälle von Personen, die sagen, sie haben diese merkwürdigen Personen mit so einem eher ja, altertümlichen Kleidung und Kopfbedeckung gesehen. Und da ist es auch schwierig zu sagen, was ist das? Sind das Greys, die sich tarnen, indem sie sich dann einen Mantel überhängen und einen großen Hut aufsetzen, damit man die Kopfform und die Augen nicht erkennt? Oder
Was ist das? Ist aber auf jeden Fall in dem Fall auch dann ernstzunehmendes Phänomen, weil eben weltweit immer wieder es als Muster auftritt. Über die Grays ist auch ein spannendes Thema. Habe ich mit Sebastian letztes Mal kurz gequatscht. Der hat auch was Interessantes erzählt. Ich weiß nicht, was er erzählen will, aber macht ja nichts. Und diese Grays, es sind immer Grays irgendwie. Die Grays sind allgegenwärtig. Immer wenn man über das Thema spricht, dann sind es sind fast immer Grays. Und dann gibt es ja von Preston Dennett auch gehört, er redet von den großen Grays und von den es gibt große Grays, dann gibt es kleine Grays, die so eher so eine Handlanger Funktion einnehmen, ne? Und dann gibt es auch noch Grays, die orange sind und vielleicht Grays in orange, ne? Widerspruch, aber die halt orange von Optik her und Grays ähneln, aber orange sind, orange, andere Hautfarben eben haben. Ja. Und was hast du da für Kenntnis darüber? Ja, also das ist völlig klar. Es gibt zunächst mal diese zwei Arten von kleinen und grauen, wo die kleinen eher so die Hilfsarbeiter sind, die auch schnell mit Situationen überfordert sein können und einfache Arbeiten ausführen, und die großen grauen, die immer so als Ärzte oder Leiter solcher Aktionen wahrgenommen werden. Das ist ein recht eindeutiges Muster, was sich da durch hunderte Kontaktberichte zieht. Aber Forscher auch in den USA, mit denen ich persönlich in Kontakt bin, gehen davon aus, dass es eben auch ganz viele unterschiedliche Gray-Spezies gibt. Also nicht nur die kleinen und großen als Unterscheidung, sondern tatsächlich auch unterschiedliche Formen oder Rassen von Grays mit möglicherweise auch verschiedenen Agenden, die sie verfolgen, sodass das Ganze sehr schwer zu durchschauen ist. Und aber auch wichtig ist, es gab vor einigen Jahren eine sehr große Studie in den USA online, wo tausende Menschen sogar über mehrere Länder, also multinational, befragt worden sind nach Kontakterlebnissen. Da hat man typische Indizien für solche Erfahrungen abgefragt. Das war ein sehr, sehr umfangreicher Katalog. Ich hatte da auch mitgewirkt an der deutschen Übersetzung und Verbreitung dann dieser Studie. Da waren auch viele Akademiker dran beteiligt, Professoren und so weiter. Und da kam raus, und das ist jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis, dass die Grays gar nicht die dominierende Rolle spielen, sondern insgesamt, zumindest gemäß dieser Auswertung, viele andere fremde Arten da eine Rolle spielen bei diesen Kontakterfahrungen, vor allem halt auch menschlich aussehende, dann zu einem kleinen Anteil natürlich auch diese Reptiloiden, Grays zwar auch, aber halt auch andere Formen, eher so Energieformen und also ganz unterschiedliche Arten von Wesen wurden da gesichtet und eben nicht, wie man glauben sollte, dass 90% Grays sind. Also das hat sich zumindest bei dieser Studie, wo ich weiß es nicht, 5.000, 6.000 Menschen mitgemacht haben, wobei natürlich auch bei einer anonymen Studie immer schwierig ist, zu verifizieren. Wobei da gab es dann auch bei vielen Fällen dann nochmal Nachfolge, Gespräche, ausführliche, strukturierte. Aber das Ergebnis war ganz klar, es sind eben nicht nur die Grays und auch nicht in diesem Umfang, den man so erwarten würde, aufgrund so der Mainstream-Wahrnehmung. Jungs, wenn ihr was zu sagen habt, grätsch mir euch rein. Bei mir brennt gerade die Zündschnur, ich habe 1.000 Fragen. Dann lass brennen. Ja, einer habe ich kurz. Ich habe mir auch schon mal die Überlegung so gemacht, weil du sagtest ja auch gerade, es sind Energieformen, höhere multidimensionale Wesenheiten wahrscheinlich, die in irgendeiner Form sich hier materialisieren. Und vielleicht gibt es ja dann tatsächlich eine Technologie, dass diese höher nicht materialisierten multidimensionalen Wesenheiten sich kurzfristig temporär sowas wie ein Avatar erschaffen können, mit dem sie dann je nach Aufgabe, die sie bewältigen möchten, auswählen können. Ich nehme jetzt einfach mal hier, ich nehme den Gray oder ich nehme den oder diese menschenähnlichen Beobachter, nenne ich es mal, mit Hut, die dann zu den Leuten sprechen. Oder wenn sie halt irgendwie Kräfte brauchen und schnell sein müssen, dann werden sie vielleicht zum Yeti auch, dass der Yeti vielleicht auch so ein Avatar darstellt, mit dem sie dann ruckzuck und sehr viel Kraft haben. Ne? Das wäre noch so eine Überlegung, die man vielleicht damit in den Raum nimmt. Absolut, finde ich eine sehr, sehr gute Überlegung. Ich selber denke auch in die Richtung, und zwar gab es vor einigen Jahren Veröffentlichungen oder gibt es immer noch von einer Dr. Adi Sixkiller Clark, eine indianischstämmige Professorin oder Ex-Professorin, die hat über die Jahre hinweg tausende Kontaktberichte und UFO-Sichtungen gesammelt bei den Nachfahren der nordamerikanischen Ureinwohner und war auch zudem lange Zeit in Mittelamerika unterwegs, hat dort bei den Maya-Nachfahren ebenfalls solche Kontaktberichte gesammelt
und kommt mittlerweile, meine ich, sogar auf mehrere tausend Berichte. Und bei ihr bin ich häufiger drauf gestoßen, dass die Zeugen berichtet haben, gerade auch diese Maya-Zeugen, wie aus einem Energieball auf einmal ein Grey oder auch ein menschlicher, in Anführungsstrichen Außerirdischer, herauskam. Oder umgekehrt, wie ein Grey oder menschlicher Außerirdischer quasi zu einem Energieball wurde, der dann weggeflogen ist. Was ja zeigt, scheinbar, genau wie du es beschrieben hast, ist es möglich für eine höhere fortschrittliche Intelligenz oder Intelligenzform, da so eine materielle Struktur zu schaffen, die sie dann als Körper nutzen können. Und in der Tat, ich hatte bislang eher gedacht, okay, der Grey oder der Mensch, E.T. kann dann sowas, irgendwie sich morphen in einen Energieball und zurück. Aber genauso ist natürlich und vielleicht sogar viel schlüssiger der Gedanke, dass hinter allem dann sozusagen dieselbe Intelligenz steckt. Und eben dieser Energieball sich einmal entscheidet, werde ich ein kleiner Grey oder werde ich ein Mensch oder ein anderes Wesen, je nach Aufgabe oder je nach Agenda, die dann diese Intelligenz dort in dem Moment ausführen möchte. Nun wird diesen Wesenheiten aber auch eine gewisse unterschiedlicher Charakter zugeschrieben. Das würde dem ja schon wieder entgegensprechen, wenn immer die gleiche Intelligenz dahinter steckt, ne? Ja, das stimmt. Also da müsste man sehen, wie man das in Einklang bringt. Es kann natürlich auch ein großes Spiel sein, wo ein Spieler je nach Bedarf unterschiedliche Rollen übernimmt. Und insofern auch mal in Anführungsstrichen einmal den Guten, einmal den Bösen spielt. Ja, also. Oder auch einfach, dass verschiedene Charaktere, Spieler oder Wesenheiten einfach ähnliche oder die gleichen Avatare zur Auswahl haben. Manchmal steckt der dahinter und der dahinter. Andere Intentionen, andere Absichten, anderes Team sozusagen. Aber die sehen gleich aus in dieser Welt. Absolut. Und das zeigt sich eben auch nicht nur bei diesen Greys, sondern gerade bei Dr. Adi Sixkiller-Clark bin ich zum Glück auf eine ganze Reihe nochmal von Zeugenberichten zu Reptiloiden gestoßen. Die waren sonst sehr, sehr vereinzelt, verstreut, musste ich die suchen in der sogenannten Abduktionsforschung. Ich brauchte das als Quellen dann für Teil 2 meines Buches Dunkle Neue Weltordnung, wo ich dann auf diese Reptiloiden eingegangen bin, die auch in der UFO-Forschung gar nicht gern gesehen werden. Also man kann noch die Greys akzeptieren, aber die Reptos, das ist dann wirklich dann Verschwörungszeug. Gerade weil vor allem David Icke da maßgeblich diese Reptiloiden bekannt gemacht hat. Aber auch das ist, zeigt wiederum, muss ich leider so sagen, die Engstirnigkeit dieser Forscher, weil eine von allen eigentlich hochgehaltene Koryphäe, Professor John Mack, ein führender Abduktionsforscher und Psychiater, der sehr viele solche Kontaktfälle untersucht hat, hat sich eben nicht nur zu Greys geäußert, sondern auch zu Reptiloiden, hat da einen eigenen Vortrag mal gehalten, wo es nur um diese Repto-Begegnungen ging. Also selbst für ihn war das ganz und gar nicht irgendwie anstößig, sich mit denen zu befassen. Anders als viele gerade deutsche UFO-Forscher heute noch sehen. Und da stieß ich eben bei Dr. Clark auf eine ganze Reihe von Berichten in ihrem letzten Buch, wieder von diesen indianischen Zeugen. Und da zeigte sich auch, dass einerseits ein bestimmtes Muster in vielen dieser Fällen erkennbar war, wo es auch um so Themen ging wie Mind Control und Beherrschung der Menschheit. Und man dann eben sogar gerade zu dem Link kommt, der diese beiden Forschungsgebiete, wenn man so will, von mir verbindet, nämlich UFO-Forschung und MK-Ultra, Mind Control, satanische Kulte und ähnliches. Aber es gab eben auch, und das war schon erstaunlich, dass diese Verbindung gab, aber es gab eben auch einige Berichte mit Reptos, die in das Schema nicht reinpassten, die nicht bösartig wirkten, eher neutral oder fast schon freundlich, die auch sich im Aussehen unterschieden. Also nicht alle sahen wirklich exakt gleich aus. Und wo sich für mich auch immer die Frage stellt, bei den Reptiloiden vor allem, sind das jetzt Gestalten auf einer anderen Existenzebene, die sich entweder gar nicht hier materialisieren können oder nur kurzzeitig, oder können die hier auch existieren, oder sind das wiederum andere, weil offenbar die
Reptiloiden, die dort gesichtet worden sind, die haben sich ja in unserer dreidimensionalen Realität bewegt. Die hatten dort Raumschiffe, mit denen sie gelandet sind, aus denen sie rauskamen, in die sie die Zeugen auch reingebracht haben, wo auch diese Mind-Control-Techniken stattfanden, wobei es ging darum, sozusagen Seelenenergie auch abzuzapfen. Auch da bin ich häufiger drauf gestoßen. So dass man sagen muss, auch dort ist das Bild immer noch sehr vielschichtig und schwer zu durchschauen. Haben wir es hier mit ganz vielen unterschiedlichen zu tun? Sind es dieselben, die sich unterschiedlich zeigen und ähnliches? Also es wird nicht einfacher, je tiefer man sozusagen da in die Forschung hineinsteigt. Noch vor einem halben Jahr hätte ich nicht hier gesessen und hätte über Reptiloiden gesprochen, weil es für mich so fernab meiner möglichen Realität war. Ich habe immer gesagt, du kannst mich mit der flachen und der hohlen Erde jagen und mit Reptiloiden. Das sind so Sachen. Aber angeregt durch viele Gespräche jetzt mit verschiedenen Menschen aus aller Herren Länder, bin ich da dem gegenüber ein bisschen offener geworden. Ich weiß auch nicht, wenn es diese Reptiloiden-Sichtungen wirklich gibt und gab, dann weiß ich ja nicht, was deren Ursprung ist. Vielleicht ist es ja auch nur so eine Projektion, wie Mirko schon sagt, vielleicht weiß jemand, dass wir vor sowas Angst haben oder mal Angst hatten. Es gab ja mal diese Fernsehsendung Wie, die Besucher, glaube ich, hieß das. Ja. Und da kam, und danach ging das ja auch los mit diesen Reptiloiden-Geschichten, dass zum Beispiel in dieser Serie, oder war das ein Film oder eine Serie, ich weiß nicht mehr, kam das ja vor, es waren ja ganz normale Menschen und dann ist die Haut so abgeblättert und dann hat man erkannt, die schuppige Haut darunter und so. Hey, vielleicht hat irgendeine Intelligenz vielleicht mal gecheckt, davor haben die Angst und auch vor dem, was die tun, haben die Angst vor allem. Also in der Hauptsache vor dem, was sie tun, weil du jetzt niemandem trauen kannst, ist es ein Mensch oder ist es ein Reptor? Ne? Und dann haben die gecheckt, hey, davor haben die Angst und wir zeigen uns jetzt so, wenn wir irgendwie jemanden einschüchtern möchten. Und deswegen, wie gesagt, weil ich es ja nicht weiß, ob sie nun, sind sie wirklich in Fleisch und Blut irgendwie anwesend oder ist es eine Projektion? Es werden ja auch andere Sachen Leuten vorgegaukelt. Wir hatten schon mal hier im Podcast das Gespräch mit dem Chris, der seit er 7 ist, besucht wird. Sagt er, ne? Muss man immer dazu sagen, wer wird besucht und er hat berichtet von, dass Pinguine um sein Bett standen und er hat Santa Claus gesehen und später, je älter er wurde, wurden es immer mehr Grey Aliens anstatt solche Fabelwesen und irgendwelche Comicfiguren, ne? Und ihm wurde ja auch offensichtlich irgendwas vorgegaukelt oder projiziert, damit er keine Angst hat und andersrum geht's ja auch. Also man kann dir was vorgaukeln oder was projizieren, vor dem du Angst hast. Also. Ja, sehr richtig. Ich hatte auch euer Gespräch, also mit Dennett, zu dem Punkt gehört. Und ich meine, ich hatte es auch schon in unserer alten oder letzten Sendung da erwähnt, dass das in der Tat auch ein Muster ist, was sich durch diese Entführungsberichte zieht, nämlich diese Begegnungen mit Tieren, die sich durch große schwarze Augen auszeichnen. Mhm. Und du hattest ja auch erwähnt, er hatte dann Angst vor Pferden und vor allem aber eigentlich vor den großen schwarzen Augen. Ja. Also insofern mit den Pinguinen hatte ich jetzt so auch noch nicht gehört, aber macht Sinn. Ich habe gehört von Rehen, Hirschen, die sind häufig, oder großen Eulen, die auf einmal aber so groß sind wie ein Mensch. Und alles sozusagen, was schwarze Augen hat, weswegen auch in der Forschung seit Jahrzehnten schon der Begriff Screen Memory bekannt ist. Also man davon ausgeht, es findet da sozusagen kein Morphing statt, so hat es, glaube ich, eher Dennett verstanden, sondern eher eine Deckerinnerung, die da übergespielt wird. Mhm. Einen Fall gibt es, meine ich, wo auch eine Betroffene erst ein Reh im Wald sah, und auf einmal dann aber sah, dass dann Grey weglief. Also da konnte scheinbar dieser Grey seine Suggestion nicht länger aufrechterhalten. Also insofern ist das in der Tat ein Muster. Und genauso könnte es natürlich umgekehrt sein, dass sich da Wesen ein Äußeres aussuchen, was für uns angsterregend ist. Und da muss ich sagen, ich war auch etwas enttäuscht über die Leser, die dann von Teil 2 meines Buches also extrem schockiert und enttäuscht waren, weil ich dann mit den Reptiloiden um die Ecke kam. Ich habe das natürlich mir auch nicht leicht gemacht und muss sagen, da schon sehr, sehr viele Quellen eingebaut, um zu bestätigen, da ist was dran. Also es waren jetzt auch nicht nur diese UFO-Zeugenberichte, sondern beispielsweise, es gab einen ganz interessanter Fall, ein Anthropologen, der hat in Südamerika, ich meine in Peru, mit Indianern gearbeitet
und sagte dann zu dem Schaman, ja, er würde gern noch mehr wissen. Und dann sagte der, ja, wenn du mehr wissen willst, dann musst du hier das Ayahuasca nehmen, und hat dann diesen psychedelischen Trank zu sich genommen und hatte dann in diesem veränderten Bewusstseinszustand eine Begegnung mit Reptiloiden, mit drachenartigen Wesen, wo er beschreibt, er konnte sehen, wie die damals zur Erde kamen, wie die gesagt haben, sie haben hier einen Behälter, also Menschen gesucht, den sie bewohnen können, um uns zu kontrollieren und ähnliche Dinge. Ja, und das hat er nicht groß ausgebreitet in seinem Buch, aber auf 2-3 Seiten in seinem Buch, wo es sonst um seine Forschungsarbeit geht, beschreibt er das. Und das schon Anfang der 80er Jahre. Und es passt halt absolut in das Bild, was man dann später gerade auch durch David Icke vermittelt bekommen hat, dieser Reptiloiden, die hier die Kontrolle über die Menschheit ausüben. Mhm. Und da kann man sich schon fragen, woher kommt denn dann diese Quelle auf einmal? Ein Anthropologe, Doktor, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der das da schon in den 80er Jahren geschrieben hat. Und ich weise halt eben auch auf andere so Berichte hin, aber auch darauf, dass sich gerade dieses Schlangen-Drachen-Thema eben nicht nur durch alle Kulturen zieht, sondern auch durch die gesamte Geschichte. Und bin dann sogar auf 2 Keilschrifttafeln gestoßen, wo so aufrechte reptiloide Wesen abgebildet waren, mit denen man dämonische Besetzungen in Verbindung gebracht hat. Ja, also jahrtausende alte sumerische Keilschrifttafeln. So weit reichen da solche Berichte zurück. So dass man sich dann im Ergebnis fragen kann, ja, was steckt dahinter? In Kulturen findet man diese Mischwesen, in Indien, in Afrika. Ich habe Schulfreunde oder Jugendfreunde aus Eritrea, wo ich immer mir schon dachte, da geht irgendwas Merkwürdiges in der Familie vor, aber nie mit ihnen drüber gesprochen haben, und die wollten auch nie drüber sprechen. Und erst als dann der eine Kumpel mitbekam, dass ich auf einmal über Reptiloiden spreche, und der Schreiber sagte er mir, oh, das ist ja krass, erzähl's nicht weiter, aber in unserer Kultur in Eritrea sind die bekannt. Meine Mutter, die schon älter ist, die könnte dir sehr viel dazu sagen. Wir haben Zeichnungen oder Abbildungen, wo die zu sehen sind und ähnliches. Ja. Also das ist sehr spannend. Ich habe mich auch gefragt, wie seriös kann man das Entführungsphänomen oder das UFO-Phänomen betrachten, wenn man nun von Wesen wie Reptiloiden oder Insektoiden hört? Das habe ich mich lange Zeit jetzt gefragt und habe mich dann dafür entschieden, das trotzdem zu behandeln, weil es einfach spannend ist und weil man dem gegenüber ein bisschen offener sein muss, glaube ich, weil es doch dazugehört. Also es gäbe keinen Grund zu sagen, also zumindest nicht per se, Grace darf ich ernst nehmen, Reptiloide nicht. Natürlich ist es so, wenn in der Forschung, so berichten das dann auch die amerikanischen Forscher, was Neues auftritt, was vorher noch nie jemand berichtet hat, muss man da natürlich erstmal skeptisch sein. Viele sagen, sie speichern das sozusagen erstmal im Hintergrund irgendwo ab und warten, gibt es irgendwann, vielleicht Jahre später, ähnliche Fälle, die genau dieses Phänomen oder diese Art von Sichtung oder Kontakt bestätigen. Und wenn das nicht so ist, kann man es höchstwahrscheinlich vielleicht abschreiben. Oder man nimmt halt was nicht ernst, was man vielleicht hätte ernst nehmen können, aber dann oder sollen, dann ist es halt so. Aber wie in dem Fall mit den Reptiloiden ist es halt, auch wenn die Berichte seltener sind, dennoch so, dass sie weltweit berichtet werden aus unterschiedlichen Kulturen und eben halt auch nicht nur aus im Kontext des UFO-Phänomens, sondern wie jetzt hier dieser Fall aus Eritrea oder Äthiopien, findet man das auch in einem ganz anderen Kontext. Und dann muss man natürlich schon sagen, warum darf ich das jetzt nicht ernst nehmen oder warum ist das jetzt gerade ein Tabu? Beispielsweise der südafrikanische Zulu-Schamane Credo Mutwa hat sich sehr lange mit David Icke in einem Interview, stundenlang geht das, über das Thema dieser Reptiloiden unterhalten, hatte aber interessanterweise auch selber ein Entführungserlebnis mit Grace, zu dem er sogar mit dem eben erwähnten Professor John Mack zusammengearbeitet hatte. Also da schließt sich sogar ein Kreis. Ja. Aber er sagt eben auch, diese Reptiloiden sind in seiner Kultur, zumindest in der Schamanen-Szene, den Eingeweihten bekannt. Ich habe mir sehr schwer getan mit den Reptiloiden und den Insektoiden, denn die werden ja meistens oder in der Regel sogar als so Gottesanbeter, wie so eine Gottesanbeterin beschrieben, ne? Und das ist halt, es ist halt so surreal,
dieses Wesen sich vorzustellen, so eine Gottes, die kennt man ja bei uns auf der Erde. Ich habe ja selbst, ich habe ja mal Insekten gezüchtet und wirbellose Tiere und verkauft. Und ich hatte die ja, dann ziehst du die daheim im Terrarium und denkst dir, jetzt stell dir das Ding mal vor, in 4 Meter groß, mit vorne 2 Fingern und doktert in einem UFO an dir rum. Das ist doch total plemplem, habe ich mir gedacht. Das ist total, das ist total durch im Kopf, wenn du dir sowas überlegst. Aber dann bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich weiß nicht, was uns jemand irgendwie eintrichtert, einflößt oder irgendwie suggeriert, dass ich jetzt denken soll. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht popeln die in unseren Köpfen rum und vor was ekeln sich die Menschen? Spinnen, Insekten, nehmen wir halt das, ne? Nehmen wir was richtig krass ausschaut mit so Fangarmen und weißt du? Glaube ich in dem Fall eher nicht. Da wäre ich sozusagen eher bei Mirkos Hypothese, dass dann so eine Intelligenz diese Gestalt eben bewusst annimmt, weil diese, also zunächst mal muss man unterscheiden, die Reptiloiden sind eben nicht die, oder sind noch mal eine andere scheinbare Spezies wie diese Gottesanbeter-ähnlichen. Die Reptiloiden werden ja meist so als 2,5 Meter oder größer aufrecht beschrieben, auch in diesen, bei diesen indianischen Zeugen immer so ein echsenartiger Kopf, gelbe Augen meistens mit einer schwarzen schlitzförmigen Pupille und ähnliches, während, so wie du es beschrieben hast, diese Gottesanbeter eben als tatsächlich wie aufrecht stehende Gottesanbeter sehr, sehr groß beschrieben werden. Und es wirklich nur wenige Fälle gibt, wo sie berichtet wurden, aber immer noch so viele, dass man es ernst nehmen muss. Und vor allem, weil immer der Kontext sehr ähnlich ist. Also sie treten sehr im Hintergrund auf, meistens in Zusammenarbeit mit diesen Greys. Und so, dass vermutet wird, dass sie da eine übergeordnete Rolle haben gegenüber diesen Greys. Und aber man nicht genau weiß, was ist es so. Oh, entschuldige bitte. Nee, das, keine. Ja. Das ist auch so, da ich die Dinger ja daheim gehabt habe, ne? Die sind nicht besonders clever. Warum soll jetzt in so einer 4 Meter großen Gottesanbeterin ein mega intelligentes, mega ausgereiftes Gehirn stecken? Aber körperlich bist du ja komplett eingeschränkt. Vielleicht ist das nicht so wichtig, kann natürlich auch sein. Aber es gibt ja auch Berichte von Insektoiden, die an Menschen rumdoktoren mit ihren 2 Fingern da, die sie an den Scheren haben. Aber warum soll ich in diese Form ein echt fettes Gehirn reinstecken? Das gibt ja vielleicht jetzt auch nur für uns hier oder für mich keinen Sinn, weißt du? Ja, kann ich nachvollziehen. Also schwer zu erklären, sie werden, und das ist sozusagen auch so ein Muster dann in Bezug auf diese Gottesanbeter oder Mantis, wie sie auch beschrieben werden, als sehr telepathisch, meine ich, beschrieben. Ja, das habe ich gehört. Aber auch oft so eine Art Arztfunktion, ob sie jetzt bösartig sind oder eher positiv eingestellt, ist schwer zu sagen. Wobei man ja auch sagen muss, bei den Greys würde ich auch nicht sagen, dass sie als bösartig oder negativ in Erscheinung treten. Also sie führen halt Untersuchungen durch, die sind zum Teil schmerzhaft, aber es hat zumindest nicht den Anschein, dass sie diese Schmerzen also gezielt zuführen, also quasi sadistisch veranlagt sind, sondern eher die Schmerzen in Kauf nehmen als notwendig für diesen Vorgang, der da stattzufinden hat. Und es auch mehrere Berichte gibt von Betroffenen, die dann wach wurden in so einer Situation, diese starken Schmerzen spürten, sich dann beschwerten und dann dieser Grey irgendwie die Hand aufgelegt hat oder einen Finger an die Schläfe gehalten hat und dann waren die Schmerzen weg, also dass da auch Abhilfe geschaffen haben. Weil wir vorhin drüber sprachen, dass es große Greys gibt und kleine Greys und die kleine eher so eine Handlanger-Funktion haben, stellt sich mir die Frage, gibt es denn da so ein Klassendenken bei denen? Ist es, warum sind die Großen immer Ärzte und die Wissenschaftler und die Kleinen sind die Handlanger? Werden die so geboren? Hat das einen Grund? Vielleicht sind da einfach härtere oder bessere Entitäten hinter, die schon längere Zeit in dem Projekt involviert sind, sozusagen höhere Spielerlevel haben und durch das höhere Spielerlevel wurden schon neue Avatare freigeschaltet. Vielleicht kann man das irgendwie so erklären. Oder werden die reingeboren in ihre Rolle? Weißt du, bist du so ein kleiner? Oder warum wirst du so klein geboren? Sind es wirklich verschiedene, unterschiedliche Spezies? Es ist eine, und sind die vielleicht unterjocht von den Großen und werden von denen irgendwie für den Zweck mitgenommen? Weißt du, wer weiß? Ne? Also es gibt so Aussagen tatsächlich. Man weiß natürlich nie bei einzelnen Personen, die so öffentlich auch auftreten, in YouTube gerade und dort sehr detailliert berichten, kann man das ernst nehmen. Also es gibt eine Dame auf YouTube, die hat
einen ganzen Katalog von ETs erstellt, die sie gezeichnet hat mit Beschreibung dazu, die ganz viele Gray-Arten auch dort beschreibt, kleine und große, und auch sagt, die kleinen werden sozusagen eingesetzt von den großen. Aber ist ganz schwer zu beurteilen, ob man sowas ernst nehmen kann. Was relativ feststeht, ist, dass da scheinbar so eine Art Schwarmintelligenz hintersteckt, weil sich das durch diese vielen Berichte durchzieht oder immer wieder mal beobachtet werden konnte, dass die sehr, gerade auch diese Kleinen, dann sehr gleichartig reagieren in bestimmten Situationen. Und natürlich auch immer dieser Begriff fällt, es könnten so eine Art Bioroboter sein, die vielleicht gar kein eigenes Bewusstsein haben oder nur ein sehr rudimentäres. Und da ja so wie so eine Art künstliche Drohne oder Avatar von diesen großen Greys dann eingesetzt werden. Es scheinen diese Art Wesenheiten ja doch fortgeschrittener zu sein als wir. Warum benötigen die uns, beziehungsweise wir benötigen sie doch eher, um zur Erkenntnis zu gelangen? Ja, da gibt es eine Aussage von einer Forscherin oder auch Channeling, ich kriege es jetzt im Wortlaut nicht mehr hin, aber die sagt das sehr schön in Bezug auf die Menschen und die Greys, dass wir ja wie bei so einem Tanz, kosmischem Tanz aneinander gebunden und voneinander quasi abhängig sind. Und das mag durchaus so sein, also zunächst mal aus der Sicht dieser Greys, die uns in der Tat zumindest technologisch und auch mental überlegen sind mit ihren telepathischen Fähigkeiten und anderen möglicherweise mentalen Kräften. Da wird eben, und das ist recht sicher, dieses Züchtungsprogramm durchgeführt, an den Entführten ein ganz klares Muster durch viele Details belegt, so dass man sagen kann, okay, in der Hinsicht braucht uns sozusagen diese fortschrittliche Zivilisation aufgrund unseres Erbgutes, das möglicherweise bei uns sozusagen in unveränderterer Form noch erhalten ist als bei der eigenen Spezies, und da geschaut wird, entweder, und das ist auch strittig, um die eigene Spezies zu optimieren, oder sogar das Züchtungsprojekt durchgeführt wird, um die menschliche Rasse auf Dauer zu erhalten, weil eben halt auch immer von diesen Greys darauf hingewiesen wird, auf die Umweltverschmutzung, auf die Zerstörung der Erde, auf Kriege und ähnliche Dinge, die da nicht gern gesehen werden. Und es ist beispielsweise interessant, dass bei einem der allerwichtigsten und besten Fälle dieses Kontaktphänomens überhaupt, nämlich dem Aerial School Sighting, das war ein, ich meine 1994 in Ruwa, Simbabwe, eine Landung am Rande eines Schulhofes, wo rund 60 Kinder als Zeugen gesehen haben, wie dieses Objekt landete, wie da Wesen ausstiegen und mit einigen von diesen Schulkindern auch ein telepathischer Kontakt stattfand. Da gab es jetzt, ist vor wenigen Wochen veröffentlicht worden, 30 Jahre später nochmal eine Doku, wo man diese inzwischen erwachsenen, damaligen Kinder, also erwachsenen Zeugen, alle jetzt so Anfang 30, nochmal befragt hat. Die blieben einhellig bei ihrer Story, haben auch sehr eindrücklich dann geschildert, wie was ein starker Einfluss dieses Ereignis auf ihr Leben hatte. Glücklicherweise durfte ich vor 3-4 Jahren in Frankfurt einen dieser Zeugen auch treffen, der auch mir davon berichtet hat, aus Afrika. Und da ist halt interessant, dass bei diesen telepathischen Kontakten, und da findet man heute auch auf YouTube noch, wenn man Glück hat, einige Aufnahmen von damals, weil da gefilmt wurde, wie sich eben auch der schon erwähnte Professor Mack mit diesen Kindern unterhielt. Und die dann absolut glaubwürdig, und also da merkt man, die waren noch so völlig eingeschüchtert in Schuluniform, so 8-9 Jahre alt oder jünger, haben das zum Teil aufgezeichnet, gesagt haben, die Botschaft wäre zum Teil gewesen, so in der Richtung, achtet auf eure Umwelt und zerstört nicht weiter die Umwelt, wo man sich dann auch fragen kann, was ist das? Also wollen die uns doch irgendwie auch was Positives, oder wird uns das sozusagen vorgespielt? Wollen die uns damit täuschen? Also insofern ist das schwer zu beurteilen, aber sie haben, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, eben halt ein zumindest Interesse an unserer Genetik. Und genauso könnte es sein, dass wir wiederum auf sie angewiesen sind, um hier vielleicht einen Kataklysmus, der droht, zu überstehen oder als Spezies nicht dauerhaft unterzugehen. Weil auch das ein Muster ist, was sich durch die Berichte zieht, dass immer wieder
von in Träumen oder auch vorgespielt an Bord der Flugobjekte von diesen Fremden solche Weltuntergangsszenarien auftreten. Ja. Immer wieder. Immer wieder, ja. Das hat Philipp Mentl auch erzählt. Und dieses ständige Warnen davor, die Umwelt nicht zu zerstören, das wird auch von vielen herangezogen, um die Theorie zu befeuern, dass es vielleicht Zeitreisende sind, die eben so aussehen, wie sie aussehen, aufgrund der Veränderungen, die stattgefunden haben oder weil sie abhauen mussten, irgendwo anders hin im Weltall, auf einen anderen Planeten und sich über viele, viele tausend Millionen von Jahren vielleicht so entwickelt haben, ne? Und dann einfach einen Weg gefunden haben, hierher zu kommen und zurückzukommen zu uns. Hey Leute, das ist nicht das, was ich ultimativ denke. Das ist nur jetzt eine, wie gesagt, Theorie von vielen. Ja, das ist eins der Dinge, dass die entweder sagen, die, hey, guck, bei uns ist es auch passiert auf dem Planeten, oder es sind Zeitreisende. Das ist die Meinung vieler Leute. Ne? Ich finde das auch ganz spannend, ehrlich gesagt. Ja, ja, also kann man sich ja auch nicht. Was für einen Grund hättest du sonst, ne? Warum zu uns kommen und sagen, hey, ne? Ja, also das ohnehin, hinter allem steckt da ein großes kosmisches Spiel, was wir nicht ansatzweise durchschauen, wo wir es höchstwahrscheinlich mit verschiedenen Dimensionen zu tun haben, mit unzähligen Spezies, mit ja einer Rangordnung von Wesenheiten, wo wir im Moment noch nicht wirklich, auch vielleicht noch nicht mal ansatzweise durchblicken können. Wie hängt das alles zusammen? Also gerade auch Fälle, die ich zum Teil dann sehr eng betreue, die mir auch zeigen, dass alles ist viel komplexer. Da geht es nicht nur um Entführungen, da geht es nicht nur um eine Spezies, da geht es vor allem auch, und das ist ja auch interessant und sagen auch viele Betroffene, um Verbindungen, die Betroffenen mit diesen fremden Wesen scheinbar schon immer hatten. Also manche nehmen sich dann selbst ab einem bestimmten Zeitpunkt als fremd oder außerirdisch wahr. Oder es kann sein, dass vielleicht die Seele, bevor sie hier inkarniert ist, zu dieser Spezies gehört und gesagt hatte, um unseren Plan sozusagen weiter voranzutreiben, erkläre ich mich bereit, hier als Mensch zu inkarnieren und ihr dürft mich dann abholen und benutzen, so wie ihr wollt. Ja. Und ich weiß dann zwar nicht mehr, dass ich das Einverständnis mal gegeben habe, aber ich bin sozusagen dabei. Und viele Aussagen sprechen in die oder deuten in die Richtung, ja, dass da Verbindungen bestehen zwischen den Betroffenen und den Wesenheiten. Ja. Also sehr, sehr schwierig alles zu durchschauen. Ich denke auch, da gibt es verschiedene Gruppen von Wesenheiten mit ganz unterschiedlichen Intentionen und Absichten. Und das Ganze scheint für mich auch eher so ein so Administratoren von einem metamenschlichen Existenz- oder Kontrollkonzept zu sein, die halt wirklich in bestimmten Punkten zielgerichtet ihre Agenda probieren, nach vorne zu treiben, aber nicht wirklich Teil dieser dreidimensional gerenderten Realität hier sind. Ja. Ja, ich habe da auch gerade nochmal in dem Bezug zu den Grays hier einen interessanten Kommentar zur letzten Sendung gefunden von Heiko Rieger, der hat mehrere interessante Sachen geschrieben, schönen Gruß an der Stelle. Und zwar schreibt er hier, es gibt auch Berichte von Besuchten, die diese Grays angegriffen haben. Einer hat diesem Wesen sogar auf das schwarze Auge geschlagen. Daraufhin soll eine schwarze Schale abgefallen sein und winzige Elektronik soll dann in der Augenhöhle gesehen gewesen zu sein, steht hier. Ja. Quelle von Ludwika. Das ist ja auch wieder so ein Hinweis, dass es sich dabei wirklich bei diesem kleinen Grace, denke ich mal, meint, der hier eher um solche Bioroboter-KI-Dinger handelt, ne? Wenn das denn so zutrifft, wie hier geschrieben ist. Ja, wenn das so zutrifft, natürlich weiß man nie, ob dann so ein Bericht auch stimmt, wie er auftaucht. Das wäre wiederum auch einer dieser Fälle, wo man den mal im Hinterkopf behalten würde und schauen würde, gibt es vielleicht noch andere Berichte, die in die Richtung deuten. Was ich etwas öfter, wenn auch noch nicht so oft angetroffen habe, ist, dass tatsächlich das große schwarze Auge in Wahrheit eine Abdeckung ist, also eine Schale, so wie eben beschrieben, aber darunter sozusagen Reptiloiden-Augen zu sehen sind. Das sagt beispielsweise auch dieser Credo Mutwa, dieser Zulu-Schamane. Aber es gibt ein oder zwei, auch bei diesen indianischen Zeugen, Betroffene, die das auch so gesehen haben wollen. Ja. Das wäre allerdings dann wieder eine andere Erklärung, als zu sagen, es ist ein Roboter oder eine KI, sondern das würde dann eher sagen, ja, es ist ein reptiloides Wesen, was aber ja nicht so offen als Reptiloid, zumindest auch dann von den Augen in Erscheinung tritt oder treten will. Aber kann nicht sagen, ob das jetzt wirklich stimmt. Was ich sagen kann von meiner Forschung ist, dass die Reptiloiden auch in den, in Anführungsstrichen, Kontakten, die ich hatte, gesagt haben,
Diese Greys wären ihre Hilfsarbeiter bei ihrem eigenen Züchtungsprojekt. Und das hat auch wiederum dieser Credo Mutwa gesagt. Also er sagt auch, die kleinen Grauen werden von diesen Reptiloiden benutzt. Ob das jetzt wirklich so stimmt, weiß ich nicht, aber ist so meine, also meine persönliche Überzeugung ist, dass es zutrifft. Also, ja, ich meine, gerade so Betroffene von solchen Entführungsphänomenen, da finde ich immer sehr interessant die Fallbeispiele, wenn sie wirklich erwacht sind währenddessen. Weil ich gehe davon aus, die Dunkelziffer ist wesentlich höher und ganz viele Leute wissen davon erstmal gar nichts, weil ihnen das Gedächtnis komplett gelöscht wurde darüber, über das Phänomen. Oder wenn noch was da ist, als verwaschener Traum, den man dann auch als Traum abtut, weil war ja nur ein Traum. Aber dass halt manche Leute eine natürliche höhere Immunität oder Widerstandsfähigkeit, nenne ich es mal, habe gegen diese Beeinflussungsmaßnahmen oder diese Gedächtnismanipulation, ja, und vielleicht auch währenddessen wirklich zu Bewusstsein kommen oder wirklich sogar sich wehren können aktiv. Gibt es da interessante Berichte? Weil ich glaube, solche Fälle besonders sind ja sehr interessant. Ja, es gibt sogar einen, auch wiederum von Dr. Adi Sixkiller-Clark berichteten, sehr interessanten Fall, wo ein auch indianischstämmiger Arzt entführt wurde. Er war dann an Bord eines Raumschiffs mit Grace, aber da war dann auch irgendwie eine merkwürdige blonde Frau, wo es auch eher so aussah, dass die irgendwie eine Perücke tragen würde, also irgendwie so es fingiert gewesen wäre, dass es quasi ein blonder Mensch ist, mit dem er da zu tun hatte. Und das Interessante war, dass er tatsächlich, so wie eben von dir beschrieben, anders als andere Betroffene, die da ja so apathisch da saßen, mit offenen Augen, aber nicht ansprechbar, sich da rausreißen konnte und einem anderen Entführten das ebenso ging. Auch der kam zu sich, sodass die beiden in der Lage waren, Daten auszutauschen. Und tatsächlich dann es gelungen ist, im Anschluss an diesen Entführungsfall, wo beide dann offenbar wieder nach Hause kamen, dass die sich ausfindig machen konnten und treffen konnten und darüber über dieses gemeinsame Erlebnis austauschen konnten. Leider, es würde mich freuen, wenn sowas dann wirklich dann auch mal publik gemacht wird, aber wahrscheinlich trauen die sich dann auch nicht, mit sowas an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber das sind natürlich dann ganz spannende Fälle, wo zwei Zeugen unabhängig voneinander dasselbe Erlebnis dann schildern können. Ja, und also sowas gibt es. Bist du denn der Meinung, dass das Ganze einem göttlichen Plan unterlegt ist oder dass jede Spezies wirklich bis zum Ultimum für sich kämpfen darf? Ja, das ist ein ganz schwieriges, komplexes Feld. Da gehe ich am Ende dann vom Teil 2 meines Buches ein, Dunkle Neue Weltordnung, weil ich eben nach all diesem Horror, den ich gerade auch in Teil 1 schilder, über rituelle Gewalt, MK-Ultra, Mind Control, wo wirklich Dinge ausgeübt werden, wo auch die Therapeuten einfach sprachlos sind oder fassungslos sind, dasselbe auch verarbeiten müssen, auch wenn es schwer ist, weil da von Dingen wie Opferung von Kindern, Babys, Kannibalismus und ähnlichen Dingen berichtet wird, in einem hohen Ausmaß. Und man sich am Ende ja fragen muss, wie kann man das alles erklären? Und komme da eigentlich dazu, dass wir zum einen tatsächlich von einem multidimensionalen, aber virtuellen Universum sprechen müssen, aber wo quasi ein gewisses Schöpfungskonzept durchgeführt wird. Zudem gehört, dass es ja ein Urbewusstsein gab, um es jetzt mal ganz knapp zu umschreiben. Es gab ein Urbewusstsein, von dem quasi jede einzelne Seele ein Bewusstseinsfunken oder Anteil dieses Urbewusstseins ist, mit dem Ziel, Erfahrungen zu machen, aber sich auch sozusagen in der Evolution weiter auf dieser Bewusstseinsebene nach oben zu entwickeln. Und dazu gehört eben, dass ein solches Wesen, also ein, man muss sagen, ein Körper, der von seinem Bewusstsein dann auch bewohnt werden kann, in der Lage ist, Erfahrung zu machen. Und das setzt voraus, dieses Wesen hat einen freien Willen, weil sonst macht es keinen Sinn. Also sonst kann ich nicht, habe ich nicht die Chance, mich sozusagen weiterentwickeln zu können aus freien Stücken. Und das ist sozusagen die eine Zutat, der freie Wille. Und die andere Zutat ist eben Polarität. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, mich zwischen dunkel und hell, und man wird es wahrscheinlich noch nicht mal gut und böse nennen können, weil das dann zu wertend ist, die Betrachtung, aber zwischen dunkel und hell oder positiv und negativ entscheiden zu können. Und in diesem Kontext, dass eben jedes Wesen in der Lage und berechtigt ist, seinen freien Willen auszuüben,
zu jeder dieser Polaritäten zu greifen, lässt sich dann zumindest vieles erklären. Es gibt halt Wesen in einem ja, bekannten Channeling, was ich für seriös halte, wird dann von dem Pfad des Dienst am Selbst gegenüber dem Pfad des Dienst an anderen, so wird es dort genannt, beschrieben. Also man kann sich entscheiden, will ich weiterkommen, indem ich meine eigene Macht ausbaue, darüber über Macht und Einfluss vielleicht auch Erkenntnis gewinne und auf diese Weise versuche weiterzukommen, oder indem ich für andere da bin und mich sozusagen wohltätig verhalte und betätige. Also in dem ganz grob umschrieben jetzt Rahmen würde ich das Ganze einstufen. Und da gibt es halt Spezies, die wie möglicherweise diese Reptiloiden, die folgen scheinbar recht klar dann diesem negativen Pfad des Dienst am Selbst. Und andere haben da halt einen anderen Weg eingeschlagen. Wobei ich diese beiden Wege jetzt gar nicht nochmal als polar sehen würde, weil ich muss mich auch in einer gewissen Weise um meine eigenen Interessen kümmern, um erstmal die Kapazitäten zu haben, anderen helfen zu können. Ja. Wenn ich jetzt alles abgebe, auf alles verzichte und draußen im Wald penne ganz alleine, dann kann ich anderen auch schlecht helfen, als wenn ich ein gewisses Repertoire an Möglichkeiten, Fähigkeiten oder auch Menschen um mich herum haben, die mir weiterhelfen und so, ne? Oder mir auch helfen, anderen zu helfen. Also ich finde, das eine schließt das andere jetzt nicht unbedingt aus. Das natürlich schon. Also die Frage wäre dann aber, auf welchem Weg komme ich zu meinen Fähigkeiten oder zu meinem Einfluss? Ja, will ich eine Hilfsorganisation gründen und schließe mich da deswegen mit vielen Gleichgesinnten zusammen und sammle Spenden? Oder betreibe ich Drogenhandel, um das zu finanzieren und sage, okay, wenn ich das Geld erstmal zusammen habe, dann wird es ja für was Gutes eingesetzt. Also da würde ich sozusagen dann die Unterscheidung sehen, wie man, auf welchem Weg man zu dem Ziel kommt. Wobei man natürlich nie, und da ist das Yin- und Yang-Symbol sehr einschlägig, nie nur im Hellen oder nie im Dunkeln sein kann. Deswegen ja auch beim Yin- und Yang-Symbol hast du im schwarzen Teil dann trotzdem den kleinen weißen Kreis angelegt und umgekehrt, was auch zeigen soll, es gibt also kein nur hell und dunkel, sondern da gibt es eben auch den Schattenbereich dazwischen. Und es wird gesagt halt auch in diesem Konzept, du kannst dich auch jederzeit dann umentscheiden. Also, und es soll sogar einfacher sein, wenn ein negatives Wesen schon sehr weit fortgeschritten ist und natürlich dann auch Einblicke und Erkenntnisse gewonnen hat, dann zu sagen, okay, jetzt schlage ich aber diesen anderen Pfad ein. Aber auch das ist natürlich nur ein Konzept, von dem ich jetzt nicht sagen kann, ist das wirklich so? Aber für mich klingt es sehr stimmig und passt mit vielem zusammen, zumindest was wir so sehen und auch an Erkenntnissen schon gewinnen konnten. Angeregt durch Sebastians Frage ist mir eingefallen, ich habe heute noch ein Video von dir gesehen. Da ging es darum, das hieß, warum haben Außerirdische Angst vor Jesus? Ich fand das ganz interessant. Warum haben denn Außerirdische Angst vor Jesus? Zunächst mal sollte man vielleicht sagen, interessant ist vor allem, dass sie Angst haben vor Jesus. Wobei das natürlich auch nur unter Vorbehalt gesagt werden kann. Da hatte ich mich in der Tat mal mit jemandem von diesem christlichen Kanal unterhalten, der sich für das Thema interessierte und da auch sehr offen war und wir vernünftig drüber sprechen konnten, obwohl sicher die Ausgangslage oder die Anschauung da nicht die gleiche war. Aber ich konnte ihm zumindest berichten, weil ich das schon nicht nur in der Literatur mehrfach, wenn auch selten, gelesen habe, aber auch einen Fall selber kannte, wo mir jemand berichtet hat, ein sehr glaubwürdiger Zeuge für mich, mit dem ich lange Kontakt hatte, der auch viele unterschiedliche, auch zum Teil weitreichende Erfahrungen hatte, dass wieder mal solche Greys bei ihm ankamen, durch die Wände, so wie es häufig beschrieben wird, und er dann in seiner Angst anfing, zu Jesus zu beten, obwohl er, glaube ich, als auch kein sonderlich religiöser Mensch war, und diese Grey-Gestalten dann so, beschrieb es so kreischend, quiekend durch die Wände sofort flüchteten und ihn in Ruhe ließen. Und da kommen wir natürlich jetzt dann zu deiner Frage. Angenommen, das ist tatsächlich so, dass es solche Fälle gibt, dass das Anbeten von Jesus oder Gott dann so eine Wirkung hat. Warum sollte das so sein? Ich sag mal, wenn man hier von
Außerirdischen ausgehen oder selbst von interdimensionalen Außerirdischen, wenn man so nennen will, macht das keinen Sinn, ja, dass eine fortschrittliche Zivilisation, die uns technisch und mental überlegen ist und irgendwie ein Züchtungsprogramm mit uns durchführt, auf einmal so reagiert, wenn ihre Zielperson anfängt, zu Jesus zu beten. Das ist ja völlig sinnlos eigentlich. Und natürlich kommt man dann auf die Idee, und das geht dann vielleicht wieder in die Richtung, die Mirko hatte, sind es eigentlich gar keine Greys? Ist das eine ganz andere Intelligenz dahinter, die solche Grey-Formen und andere Formen als Avatar nutzt? Und haben wir es vielleicht in diesen Fällen oder in manchen Fällen dann mit etwas zu tun, was wir als negativ oder wir dann als böse auch aus menschlicher Perspektive bezeichnen würden? Und was quasi dann, wir sprachen eben von Polarität, Yin und Yang, den Gegenpol vielleicht dasteht zu dem, was wir mit Jesus und Gott verbinden. Und deswegen diese Reaktion ausgelöst wird. Also eher in diese, ja, ich sag mal, dämonische, satanische Richtung geht. Aber das kann auch natürlich nur eine Hypothese sein, aber es bleibt sehr merkwürdig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass was wir jetzt hier als Jesus oder Gott wie bezeichnen, dass das einfach nur eine Art Aspekt unseres Selbst ist, die wir damit so aussenden. Und dass das gar nicht jetzt das ist, was wir alle drunter meinen, sondern einfach bei jedem selbst eine Art Hoffnungsprinzip auslöst. Ja, auch da sind natürlich die Meinungen extrem weit von religiösen Menschen, Christen beispielsweise oder Muslimen, die da einen konkreten Gott vor Augen haben, zu denen, die eher, wo ich auch tendieren würde, von so einem Ursprungsbewusstsein, einer Ursprungsbewusstseinsenergie ausgehen, von der jede Seele quasi abstammt und auch vermutlich immer noch verbunden ist mit diesem Ursprung, um eben Erfahrung zu machen, um eine Evolution zu ermöglichen, bis hin natürlich auch zu der Frage, gibt es einen Gott in dem Sinne, wie er in der Bibel steht? Und da fand ich interessant, dass ich auch in Channelings da die Aussage erhielt und auch darauf eigentlich in den gnostischen Schriften gestoßen bin, in den Nakamadi-Schriften, dass zumindest der Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, eine Täuschung sei. Und da kann man sich natürlich fragen, wenn wir wirklich unter Kontrolle von fremden Mächten sind, wäre es eigentlich naheliegend, so wird es ja auch behauptet, Religionen als ein Mittel zu nutzen, um Kontrolle auszuüben und die Menschen zu täuschen, wenn auch sicher auch in der Bibel dann vieles wiederum auch wahr ist. Also nie ist, so würde Täuschung auch nicht gut funktionieren, alles falsch und viele Menschen finden sozusagen Zuflucht oder Heil in der Bibellektüre und in ihrem Glauben. Also insofern muss man es auch individuell oder subjektiv betrachten. Aber ja, ein sehr kontroverses und interessantes Feld auf jeden Fall, diese Gottfrage. Ja, sehr interessant. Ich möchte an dieser Stelle mal eine Frage stellen, die mir mit auf den Weg gegeben wurde, sozusagen, in das Gespräch heute, von Dieter Röskens. Und Dieter Röskens möchte wissen, ob du selbst schon etwas beobachten konntest, ein UFO oder irgendwas in der Richtung beobachten konntest. Und da du ja auch hypnotisierst, würde ihn interessieren, ob du das Buch Ewiges Bewusstsein von Heinke Suthoff kennst. Das Buch kenne ich nicht. Beobachtet habe ich kürzlich sogar was. Also zweimal habe ich was beobachtet, was ich als UFO oder UAP einordnen würde, aber ziemlich unspektakulär. Einmal war es so weit oben am Himmel eine Ansammlung von Lichtpunkten bei klarem blauem Sommerhimmel. Da war sozusagen merkwürdig oder auffällig, oder es machte dann die Beobachtung bedeutsam, dass ich vorher so einen Gedanken hatte, es war in der Mittagspause, ich war da noch Anwalt in der Großkanzlei, bin da kurz mittags was essen gegangen und hatte so ohne Vorwarnung oder ohne Anlass so einen Gedanken, du wirst jetzt oder möchtest du mal oder du wirst jetzt gleich was Außergewöhnliches sehen. Nicht UFO, sondern außergewöhnlich, weiß ich noch, so waren diese Worte auf einmal in meinem Kopf. Und dann
schaue ich unvermittelt nach oben und sehe halt dann so eine Ansammlung von Lichtpunkten, die sich umeinander bewegen. Und dann setzte erst der rationale Verstand gleich ein und sagte, ja gut, das sind natürlich dann irgendwelche Ballons, die jemand hat steigen lassen. Was soll es sonst sein? Und dann sah ich aber durch die Szene ein Flugzeug fliegen und erkannte, dass diese Lichtpunkte viel, viel weiter entfernt waren, als ein Ballon oder Ballons hätten sein können. Und ja, beobachtete es dann noch eine Zeit lang, dann die kleineren Punkte, die um einen größeren kreisten, die fadeten quasi aus mit der Zeit, verblassten und dann auch das größere Licht. Es war jetzt insgesamt nicht spektakulär und sowas Ähnliches habe ich vor kurzem gesehen. Da war noch komisch, dass ich in so einer Art Trance, in einer leichten Trance war, was ich erst dann im Nachhinein bemerkte und sah über mir einen auch einfach nur einen Lichtpunkt, der sich aber eben sehr, ja, nicht flugzeugförmig, nicht linear bewegte, also schnelle, ruckartige Bewegung machte, ging auch nur ganz kurz. Also das, insofern habe ich nur ganz kleine Mini-Sichtungen bislang gehabt, keine Nahbegegnung, keine fliegende Untertasse. Und das Einzige, was jetzt das Kontaktphänomen anbelangt, da gab es mal eine Partnerin, die an dem Thema überhaupt nicht interessiert war, auch von ihrem Glauben her mit diesen Dingen nichts zu tun haben wollte, die dann mal aufwachte und sagte mir am nächsten Morgen, ja, ich habe da sowas gesehen, von dem du mir erzählt hast. Du sagtest doch, da gibt's irgendwie so welche mit so großen Köpfen und großen Augen. Und ich so, ja. Und dann, ja, berichtete sie mir, dass da neben ihrem Bett dann da so ein großer Grey mit einem schwarzen Umhang stand. Sie sagte, ja, der hatte da sowas an wie ihr Anwälte da oder die Richter vor Gericht, hatte irgendwie so einen Stab noch. Sie konnte sich nicht bewegen, was auch für mich interessant war, weil häufig ja dann diese Paralyse beschrieben wird während der Kontakte und sie von dem, wie gesagt, absolut keine Ahnung hatte. Und dann sagte, das wäre kein Traum. Interessanterweise aber dann, wenn man sie 2-3 Wochen später ansprach, sie wollte da auch gar nicht groß drüber reden, dann sagte, ja, das war ein Traum damals. Und das hat man häufig, wenn jemand eine Sichtung hat oder so ein Kontakterlebnis, das sehr schnell ist dann als ja, Traum abgetan wird oder sogar als gar nicht geschehen oder Einbildung. Mhm. Und ja, das kann ich sozusagen aus dem Umfeld berichten. Ja, die Ratio will das dann einfach nicht im Weltbild haben, erklärt sich das dann weg und dann ist wieder gut. Muss man ja nicht mehr Gedanken sich zu machen dann, genau, als Betroffener. Ja. Ja, da hat mir sogar mal zwei Zeugen, ein Ehepaar berichtet, dass als sie eine Straße entlang gefahren waren, ein riesiges UFO, also wie so ein Independence Day, über ihr Auto geflogen war und sie dann trotzdem sich nicht drüber unterhalten hatten und auch nicht drüber oder nicht mehr dran gedacht hatten und dann Wochen später, meine ich, in der Bibliothek oder in einem Buchladen ein Buch in der Hand hatten, wo ein ähnliches UFO dann abgebildet war, vielleicht sogar aus dem Film. Und auf einmal war bei beiden dann wieder diese Erinnerung an das Erlebnis da. Und sie konnten sich gar nicht erklären, warum sie das nie weiter beachtet hatten. Es kann natürlich in vielen Fällen auch so sein, dass da eine Beeinflussung stattgefunden hat. Also eine Erklärung, wie du eben gesagt hast, und die andere könnte sein, oder es ergänzt sich oder geschieht alternativ, dass da eben diese Fremden eben solche Erinnerungen dann auch blockieren. Hat man ja vor allem, wir sprachen eben drüber, bei den Kontakterlebnissen selber, weswegen man halt auch gemerkt hat, dass man mit dem Mittel der Hypnose da eine gute Chance in vielen Fällen hat, um solche Erfahrungen, die vorher sonst nur in Form von Träumen oder Flashbacks vorhanden sind, dann in solchen Hypnosesitzungen aufzudecken. Aber ganz klar, da darf natürlich der Hypnotiseur dann nicht mit irgendwelchen Suggestionen handeln und arbeiten und fragen, hast du da einen Grey gesehen und stimmt es, dass die dich in ein UFO gebracht haben? Also das wäre natürlich höchst unprofessionell. Ja. Aber ich denke, das machen die wenigsten, sondern muss da einfach offene Fragen stellen. Was hast du da gesehen? Wie fühlt er sich das an? Und manchmal kommt er dann, wie gesagt, mehr bei raus. Hatte ich auch schon so Sitzungen, manchmal aber auch nicht. Angeregt durch deine Antwort, die du vorhin gegeben hast, auf die Frage, ob du was erlebt hast, fällt mir noch ein, Dieter Röskens hat noch dran gehangen, ob du, und das hat so den Anschein ein bisschen, schon mal telepathische Erlebnisse hattest, irgendwas mit Telepathie zu tun hattest für dich selbst. Nein, für mich selber nicht. Das, was ich da mit Channeling ansprach, das hatte mich auch selber überrascht. Das
ging über einen Zeitraum von so 2 Jahren. Nämlich, ich habe mit Betroffenen zusammengearbeitet, wie ich es eben berichtet hatte, um an Erinnerungen, an solche Erlebnisse ranzukommen. Habe dort dieses Werkzeug der Hypnose eingesetzt, was einfach nur heißt, man führt jemanden in einen Entspannungszustand. Also derjenige ist nicht irgendwie ausgeschaltet. Ich habe auch mehrere Jahre dann neben dem Anwaltsjob als Heilpraktiker für Psychotherapie, therapeutisch, muss sagen, sehr erfolgreich, wenn auch nicht wirtschaftlich, aber in der Sache gearbeitet, weil man eben halt einen direkten Zugang zum Unterbewusstsein hat in dieser Entspannungsphase und da sehr viel in sehr kurzer Zeit bewirken kann. Aber man eben auch in einigen Fällen die Chance hat, an solche Erfahrungen mit fremden Wesen nochmal ranzukommen. Das hatte ich immer mal wieder gemacht. Und bei einer Sitzung passierte dann was Merkwürdiges. Auch da ging es eigentlich nur darum, an solche Erfahrungen ranzukommen, an die sich die Betroffene nur bruchstückhaft erinnerte, dass auf einmal sie nicht einfach beschrieben hat, was sie da wahrnahm, sondern in der Wir-Form sprach und sagte, ja, wir waren noch nicht an diesem Ort und so in der Richtung ging das weiter. Und dann wurde ich irgendwie stutzig, warum redet sie jetzt von wir? Und fragte dann, mit wem rede ich denn jetzt? Und dann kam raus, ja, wir sind die so und so. Also ein Zusammenschluss, Xenon nannten die sich, eine Art Bewusstseinskollektiv, das angeblich in dem Moment durch sie hindurch mit mir kommunizierte. Und ich hatte nie mit sowas gerechnet, auch nie abgezielt darauf, sowas zu erreichen, mich auch nie für Channeling interessiert. Aber es fand nun mal in dem Moment was statt, was scheinbar so etwas war. Und ich war auch nach der Sitzung sehr skeptisch, ob da irgendwie eine psychische Störung vielleicht vorliegt oder was vorgespielt war oder was das jetzt nun mal war. Aber was erstaunlich war, in recht kurzer Zeit nach diesem Erlebnis wiederholten sich solche Channelings immer wieder in meinen Hypnosesitzungen. Auch mit der Dame habe ich dann mehrere Channelings noch gemacht, wo ich recht sicher bin, dass wirklich dann ein Austausch stattfand. Aber ich hatte es eben halt auch mit anderen Personen. Und was auffällig war, es ging da immer um, fast immer um Reptos, die da sprachen, oder Hybride, also reptil-menschliche Wesen, sozusagen am anderen Ende der Leitung. Und die auch von Menschen, die sich jetzt untereinander nicht kannten, sehr ähnliche Informationen durchgaben. Also es ging immer dann um Kontrolle der Menschheit, um wir kontrollieren fast alle Politiker und diese Richtung halt. Und das war auffällig. Es waren, ich glaube, in der Summe 6 oder 7 Personen, mit denen solche Channelings dann stattfanden, zum Teil mehrfach. Und die zum Teil dann ein recht einheitliches Bild, was diese Reptus anbelangte, abgaben. So dass ich dann schon das ernst genommen habe, wobei man natürlich beim Channeling insgesamt sagen muss, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Ja? Weil selbst wenn es sowas gäbe, weiß man natürlich nie, mit wem hat man es da wirklich zu tun. Wer gibt da Informationen durch? Wird da was vorgespielt? Und so weiter. Ja. Spannend. Spannend. Sebastian, du hattest doch noch eine Frage von einer Hörerin. Richtig. Man in Black fragt, ich erlebe auch Entführungen. Diese nehme ich aber nicht als bedrohlich wahr, weil ich sehr neugierig bin und aufgeschlossen für das Unbekannte. Ich habe bislang aber immer sehr menschliche Wesen wahrgenommen. Ich bin immer ein wenig benommen. Ich meine aber, sie sehen nahezu aus wie wir. Ich nehme sie als durchaus freundlich wahr. Je cooler man selber ist, desto positiver erlebt man das. Bei mir geht das immer einher mit außerkörperlichen Reisen. Bedeutet, ich begebe mich schon selbst dorthin. Wie bewerten Sie den Umstand, dass immer mehr Entführte eher menschliche Wesen antreffen? Weniger Dickways. Sind es interdimensionale Wesen, Menschen aus Paralleluniversen oder Zeitreisende? Ja, das trifft in der Tat zunächst mal quantitativ so zu. Ich hatte es vorhin ja auch erwähnt, bei dieser großen Studie in den USA, dieser Free Foundation nannte die sich, war tatsächlich, meine ich, die höchste Rate an Kontakterlebnissen waren mit menschlich Aussehenden. Insofern wäre das jetzt nichts Ungewöhnliches. Auch das
Erfahrungen, solche scheinbaren Kontakt- oder Entführungserfahrungen, in dem Fall ist es ja keine Entführung, sich nicht nur auf einer physischen, sondern auch auf einer nicht körperlichen Ebene abspielen können, kann man auch als gesichert betrachten. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass es irgendwann auffiel, dass mehrere Betroffene unabhängig voneinander sagten, in dem Moment, wo sie zurück ins Bett gebracht worden sind, lag da schon jemand und dann erkannten sie ihr eigener Körper. Also waren sie scheinbar gar nicht physisch weg gewesen. Dennoch scheint es auch die physischen Entführungen zu geben. Und auch noch ein anderer wichtiger Punkt ist, und das war so eine Richtung, die John Mack dann später eingeschlagen hat, dass er das ganze Entführungs- oder Kontaktphänomen nicht mehr so negativ bewertete und nämlich sagte, es hängt viel davon von unserer inneren Einstellung ab oder von der Einstellung der Betroffenen. Und je weniger Angst diese Menschen haben oder es schaffen dann mit der Zeit, angstfreier in diese Begegnung reinzugehen, desto positiver gestaltet es sich für sie, desto mehr Austausch findet statt, desto mehr Kommunikation eben mit diesen Fremden, desto mehr Informationen werden auch vermittelt, Fragen beantwortet und desto eher glaubt dann auch der Betroffene, dass diese Erfahrungen ihn ja weiterbringen oder zu einer Bewusstseinsentwicklung beitragen. Also insofern geht das alles in die Richtung. Was jetzt diese menschlich Aussehenden sind, da sind wir wieder eigentlich bei dem Thema angelangt. Wir können es nicht sagen, ist es was Interdimensionales, sind es wirklich menschlich Aussehende? Natürlich diese Plejadier werden immer wieder genannt. Ich kenne auch Menschen, die sagen, sie haben mit solchen menschlich Aussehenden, Plejadiern oder wie auch immer sie sich nennen, dann Kontakt. Genauso kann man sich natürlich fragen, oder sind das wiederum die Avatare, über die wir gesprochen haben? Ist es eigentlich eine Intelligenz, die dann so eine menschliche Gestalt annimmt? Vielleicht auch wiederum, um uns keine Angst zu machen und letztendlich dahinter, wir wissen es nicht, eine Täuschung steckt. Also leider eine sehr weite Bandbreite an möglichen Erklärungen, die dahinter stecken. Aber ich will jetzt auch eine positive Erklärung natürlich nicht völlig ausschließen. Ja, da würde ich nochmal gerne einhaken. Und zwar, wir hatten ja gerade auch gesprochen über diesen paralysierten Zustand während dieser Untersuchungsmaßnahmen, die da stattfinden sollen bei den Entführungen. Und zwar habe ich mich in den letzten Wochen auch intensiver mit dem Phänomen der Schlafparalyse auseinandergesetzt. Und dann auch nochmal bezogen auf den Einwurf gerade mit die Greys haben Angst vor Jesus. Weil gerade bei diesem Schlafparalyse-Phänomen wird ja auch von vielen dann darüber gesprochen, dass wenn man zum Beispiel mit Jesus diesen Dämonen, die da drohen, also Schlafparalyse, weiß nicht, müssen wir das kurz erläutern, vielleicht nochmal für die Hörer, machen wir demnächst nochmal genauer. Man wird halt wach, kann sich nicht bewegen, fühlt sich sehr bedroht und auch beobachtet in einer bedrohlichen, ängstlichen Situationen und oftmals geht es auch einher mit den Gefühlen, dass man dabei gewürgt wird, schlecht Luft bekommt, festgehalten, angefasst, was auch immer, also körperlich berührt wird und auch manchmal mit visuellen Wahrnehmungen, dass man Männer oder Wesenheiten in diesem Raum auch sieht, die auch manchmal mit den Betroffenen interagieren, man selbst aber in seiner Schlafparalyse ist, das heißt sich körperlich gar nicht bewegen kann, im Geist aber hellwach ist und alles um sich herum wahrnimmt. Und da wurde dann oft damit auch bei solchen Fallberichten darüber gesprochen, dass man halt, wenn man mit Jesus diesen droht oder sagt, Jesus, beschütze mich und dass das vollem Herz mit vollem Glaube den rüberbringt, dass die sich dann auch auflösen und weg sind. Das ist ja auch wieder so ein Hinweis darauf, vielleicht, dass ich da in so einer Metaebene gerade in diesem Beispiel wieder, vielleicht ist ja auch diese Schlafparalyse für manche Betroffene eher sowas wie eine, was für andere eine Entführung darstellt, nur eine andere Interpretation des Bewusstseins in dem Moment. Und dann, da ist auch die Frage, hängt das vielleicht dann auch zusammen, ne, diese Phänomene, diese paranormalen, parapsychologischen Phänomene mit diesem ganzen Alien-Phänomen und dem ganzen Drumherum? Ja, also zunächst mal natürlich die medizinische oder der medizinische Begriff der Schlafparalyse. Da ist ja die Erklärung und das mag durchaus so sein, dass wir tatsächlich im Traum uns weitgehend ja nicht bewegen können als Schutzmechanismus, damit wir nicht dann bei jedem Traum wild um uns umherschlagen. Dennoch ist es natürlich zu unterscheiden von dieser Paralyse, die dann immer wieder im Kontakt auch gerade mit diesen Greys oder anderen ja, Schlafzimmerbesuchern berichtet wird. Und auch sehr interessant das Phänomen, was du eben beschrieben hast, was mir nämlich auch mehrfach interessanterweise von Personen aus der Türkei geschildert wurde, also Türken, die sagen, dieses Phänomen, dass
man aufwacht und auch das Gefühl hat, da sitzt was auf der Brust und man kann sich nicht bewegen, wäre bei Ihnen sehr verbreitet und sehr bekannt. Es gäbe sogar wohl einen eigenen Begriff dafür. Und das fand ich erstaunlich, weil hier jetzt so aus dem deutschsprachigen Raum kenne ich es nicht so, dass es sonderlich verbreitet wäre. Also der türkische Begriff ist Karabasan. Habe ich nämlich auch mit ein paar türkischen Muslimen gesprochen über dieses Phänomen. Ja. Okay, das ist ja nochmal schöne Bestätigung, ja. Das passt ja gut zusammen. Okay, wunderbar. Und das ist ja wiederum interessant, dass in der türkischen Kultur das Phänomen so oft anzutreffen ist, dass da sogar ein eigener Begriff geschaffen wurde, während es scheinbar hier in Deutschland vielleicht auch vorkommen mag, aber dann scheinbar bei weitem nicht so häufig. Also es irgendwie auch kulturabhängig ist. Ich würde es nicht unbedingt gleichsetzen und zu sagen, dass sozusagen der deutsche Heinz sieht dann darin eher eine Grey-Entführung und der türkische Murat nimmt das dann als einen Dämon wahr, der auf der Teufel, der als Teufel da auf seiner Brust sitzt. Also das glaube ich weniger, weil es doch dann zu unterschiedlich ist. Und diese Interpretationen doch sehr weit voneinander abweichen würden. Insofern gehe ich eher von getrennten Phänomenen aus, wenn auch vielleicht die Quelle, die dahinter steckt, irgendwie die ja, miteinander zu tun haben kann. Das schon. Ja. Ja, aber das Phänomen selber ist auch in Deutschland. Also es gibt dafür weltweit wirklich einzelne Begriffe. Mhm. In Deutschland hieß es lange Zeit Nachtalb im deutschsprachigen Raum. Es gibt sogar ein Gemälde von 1781 von Johann Heinrich Füßli, der diese Szenerie einer Schlafparalyse sehr deutlich auch darstellt, also 1780. Und ich habe noch Aufzeichnungen gefunden bis zu den Persern, Sumerern. Und das ist auch interessant, dass es halt wirklich durch diese langen Zeiträume und auf der ganzen Welt vorkommenden Phänomene der Schlafparalyse eben nicht diese kulturellen Eigenarten gibt, dass die sehen diese Wesenheiten, die und sehen die, sondern dass wirklich weltweit über alle Zeiten immer von ähnlichen Abläufen, ähnlichen Eigenschaften, ähnlichen Berührungen und auch ähnlichen Wesenheiten und Dämonen, die einen da quälen und verfolgen, berichtet wird. Ja, ja, das stimmt. Ja, der Nachtalb, also ein guter Einwurf. Was belegt in der Tat, das Phänomen ist hier auch bekannt, wenn auch, also zumindest jetzt so meine Wahrnehmung, es aktuell scheinbar weniger verbreitet ist als in der Türkei, aber weiß ich nicht, das müsste man natürlich, vielleicht ist es, täuscht auch der Eindruck, müsste man statistisch mal erheben, wie oft sozusagen der Nachtalb hier in Deutschland noch zuschlägt, aber ja, hast du völlig recht. Und natürlich, klar, es wird ja oft auch beim UFO-Phänomen oder Kontaktphänomen gesagt, dass das einfach kulturelle Ausprägungen sind. Die einen sehen da Zwerge, die anderen sehen dann, ja, was zu ihrer Kultur passt. Also das sehe ich jetzt auch nicht so, dass man damit das Phänomen erklären kann. Es kann allenfalls so sein, wie ich es eben meinte, dass vielleicht in bestimmten Kulturen bestimmte Ausprägungen häufiger anzutreffen sind. Aber das müsste man in der Tat wirklich statistisch natürlich belegen, bevor man solche Behauptungen dann gesichert aufstellen kann. Genau, oder dass es einfach verschiedene Namen für das gleiche Phänomen gibt, so einfach in den. Das auch, genau. Ja, aber ich meinte auch nicht, dass es das gleiche ist, sondern dass es vielleicht aus einer ähnlichen Quelle herkommt oder ähnliche Bewusstseinszustände dabei genutzt werden, von der interagierenden Wesenheit mit dem Menschen halt ruhig zu halten und so weiter. Ja, das kann sehr gut sein, ja, weil sicher, ja, ich sag mal, der Mechanismus in beiden Fällen, einen Menschen zu paralysieren, wird derselbe sein. Ja. Und gerade wenn dann die Verbindung noch besteht, dass Jesus einen da rausholen kann. Ne? Und das dann noch dazu kommt, spricht wiederum dafür, dass die Quelle ja sich in beiden Fällen gleichermaßen da von solchen Jesus-göttlichen Anrufungen da beeinflussen lässt und deswegen möglicherweise tatsächlich auch die gleiche Quelle ist. Ne? Ja, wobei auch in allen Buchreligionen, in allen großen, dann die Beschäftigung mit dem Okkultismus an sich schon dann. Da wird ja dann gesagt, dann beschwört man die mit Dämonen herauf, ob man jetzt Wahrsagerei betreibt oder mit Kristallen arbeitet. Heutzutage sagen die Neochristen, die Fundamentalen auch hier, wenn man mit UFOs und Aliens sich beschäftigt, das wäre auch okkultes Wissen. Und das ruft die Dämonen herbei. Das ist auch in allen alten Buchreligionen, ob jetzt im Islam oder ne, überall ist es auch genauso gesagt, dass diese Schlafparalysen zum Beispiel auch ein Phänomen wären, das verstärkt auftritt, wenn man gewisse Schutzbarrieren geöffnet hat mit der Beschäftigung mit diesen Themen, um dann diesen Wesenheiten, diesen scheinbar von der Warte heraus betrachtet nur bösen Wesenheiten, nur dämonischen Zugriff auf einen selber zu gewähren. Aber da frage ich mich, wenn da auch so ein Jesus ist, der einem hilft, da kann doch nicht nur dieser eine Jesus der Gute sein und alle anderen Agierenden auf dieser Spielfläche, in dieser Ebene sind dann die Bösen. Ich glaube auch, dass es da wieder verschiedene Fraktionen, vielleicht sogar der gleichen ursprünglichen Rasse gibt, die aber andere Agenten, andere Herangehensweisen haben. Ne? Ja. Ja, das ist sehr gut möglich. Also das mit den Schutzbarrieren, das glaube ich auch.
Ist natürlich die Frage, wenn die Religionen sagen, man sollte sich mit bestimmten Dingen, auch Wahrsagerei und so, nicht beschäftigen, ob das einerseits auch ein Mittel sein kann, um Wissen zu unterdrücken und für eine bestimmte Elite vorrätig zu halten, wie jetzt Remote Viewing vom CIA entwickelt wurde und nach Jahrzehnten, obwohl es tausende Dokumente gibt, die das belegen, immer noch nicht Mainstream ist. Aber andererseits ist es auch so, zu der Erkenntnis bin ich auch gelangt, dass durch Schutzbarrieren, die wir aufbrechen, Menschen anfälliger werden für solche Fremdeinflüsse. Natürlich vor allem oder über alles hinweg Drogenkonsum, Alkohol, aber auch psychedelische Substanzen, aber natürlich dann am extremsten Ende so Dinge wie Badesalz, eine ganz extreme Droge, die in den USA gab es da vor einiger Zeit oder einigen Jahren einige Fälle, wo man beobachten konnte, dass die Konsumenten also wirklich völlig durchgedreht sind. Die haben dann angefangen, andere Menschen zu attackieren, haben versucht, sie aufzufressen. Selbst wenn die Polizei kam, sie getasert hat, sie geschlagen hat, haben die weitergemacht. Und das sind dann schon so Dinge, wo ich sage, da sollte man, muss man eigentlich in Richtung denken von Fremdeinflüssen, die da ausgeübt werden. Aber ich glaube, da ist auch sehr entscheidend, mit welcher Intention man dann in diese Berührungspunkte geht. Ob man wirklich jetzt vielleicht durch die Religion geprägt sagt, ich habe Angst, dass ein Dämon in einer ängstlichen Grundstimmung ist und vielleicht dadurch auch erst anfällig ist. Weil ich habe auch gemerkt, Schlafparalysen, ich habe das auch selber schon öfter erlebt, die kann ich auch auflösen, wenn ich halt über mich über diese Angst stelle, wenn ich diese Angst durchbreche. So, wenn ich da, oh nein, Hilfe, in Panik verfalle, dann wird die immer schlimmer, bis jemand rausfliegt. Aber wenn ich dann wirklich mich drauf einlasse und sage, alles klar, ich bin jetzt in diesem Zustand und nehme den jetzt an und gehe auch da rein in dieses bedrohliche Gefühl, was mir da entgegengesetzt wird, dann ist das auch so, als wenn so ein, ich sag mal, so ein Abtastungsmembran durchbrochen wird, zu gucken, ist er jetzt soweit, hat der Schiss oder geht er da rein? Und dann wird ja auch davon oft gesprochen, dass man dadurch dann in einer Astralprojektion rüberwandeln kann, aus dieser Situation der Schlafparalyse heraus. Da sprechen auch viele Leute von. Und ich glaube erst, dass es so ein erweiterter Bewusstseinszustand ist, der aber eben, wie du schon sagst, halt aus Gründen, das macht er halt, uns wird's verkauft oder in der Religion wird's verkauft oder auch heute, warum man darüber nicht redet, über UFOs, ja, die sind keine Bedrohung, es ist nur aus Schutzgründen der Bevölkerung. Aber in Wirklichkeit ist es wirklich nur um den Machterhalt oder diesen Informationsgehalt in gewissen Kreisen zu bewahren, denke ich. Ja, absolut. Ja, die Grundhaltung spielt da sicher eine ganz, ganz wichtige Rolle und Angst ist da nie ein guter Ratgeber und, glaube ich, auch zieht erst recht dann solche Fremdeinflüsse an. Und insofern, ja, ist das sicher ein gutes Mittel, wie du es machst, dass man versucht, diese Angst dann auch in dem Moment zu überwinden und sich dann selbst helfen kann, auch in so einer Situation. Also gerade der erste Teil davon, Dunkle Neue Weltordnung, der kam ja sehr gut an. Ja. Der zweite, der wurde dann von einigen kritisch gesehen. Aber es war mir schon klar, deswegen hatte ich es auch tatsächlich auf zwei Teile aufgeteilt. Es sollte erst ein Buch werden. Und dann dachte ich mir, na, die Reptos und dämonischen Besetzungen, die kannst du nicht in einem Atemzug dann mit MKUltra und ritueller Gewalt bringen. Insofern war das gut. Und der erste Teil, wie gesagt, der kam wirklich, kann ich mich nicht beklagen, sehr, sehr gut an. Und der zweite? Der zweite kam auch an, aber hat sehr, sehr viel mehr Kritik erfahren. Gerade auch zum Teil von begeisterten Lesern des ersten Buches, die sagten, oh, jetzt zieht er aber das Ganze in den Dreck und macht hier die Überlebenden unglaubwürdig, weil er jetzt hier mit dämonischen Besetzungen und Reptos und so weiter ankommt. Aber das passt. Das Ganze scheitert ja auch nicht an der Plausibilität des Szenarios, sondern eher an der Vorstellungskraft von demjenigen, der das probiert zu bewerten. So. Ja, genau. Und zumal auch die Leute, die es kritisiert haben, ja sich auch nicht dann in der Sache mit auseinandergesetzt haben. Also selbst wenn du jetzt bei dem Repto-Thema bleibst, müsstest du sagen, ja, wie erkläre ich dann diese historischen Hinweise? Wie erkläre ich das in den ganzen Kulturen? Wie erkläre ich die Zeugen und so weiter? Wenn du das alles widerlegen kannst, okay, aber lässt sich eben nicht. Was hältst du von diesem Thema? Oder hast du schon selbst Erfahrungen mit dem Sonderbaren gemacht? Schreib es gern bei YouTube unten in die Kommentare. Und wenn du unsere Sendung gern unterwegs hören möchtest, kannst du uns auch bei Spotify und fast allen anderen Podcast-Anbietern finden. Die Links dazu findest du unten in der Sendungsbeschreibung. Falls dir gefällt, was wir hier machen, lass uns doch gern ein Like da, abonniere diesen Kanal und empfehle uns gerne weiter. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Sagenhaft und Sonderbar.